Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Nina und heute dreht sich bei uns alles um die Funktion der Mi True Wireless Earphones 2 von Xiaomi. Welche Funktionen es da überhaupt so gibt, gerade auch was die Bedienung angeht, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Viel Spaß dabei! Gut, wir wollen uns dann jetzt einmal die Features und Einstellungen angucken bei den Mi True Wireless Earphones 2 von Xiaomi. Hier habe ich die schon in der Hand im Case und vielleicht, was man vorab eben zu den Features sagen kann. Sie überzeugen laut Hersteller mit überragendem Klang und kräftigem Bass. Und wenn ihr über ein Xiaomi-Smartphone verfügt, dann auch mit einer schnellen und automatischen Pop-up-Kopplung. Ihr könnt sie natürlich auch mit anderen Smartphones koppeln. Da ist das Ganze dann nicht ganz so einfach wie mit einer Pop-up-Kopplung, funktioniert aber auch innerhalb weniger Sekunden. Es gibt eine Umgebungsgeräuschunterdrückung. Das sorgt eben gerade bei Telefonaten dafür, dass ihr da alles gut verstehen und euch verständigen könnt. Und es gibt auch eine In-Ear-Erkennung durch integrierte optische Sensoren. Die sehen wir nämlich einmal hier. Und das ist eben super praktisch, weil so wird automatisch erkannt, wenn ihr die Kopfhörer eben in die Ohren tut oder vor allem aus den Ohren wieder herausnehmt. Das heißt, dann stoppt eben die Musikwiedergabe, wenn ihr die Kopfhörer nämlich gar nicht im Ohr habt. Das ist wirklich super praktisch. So verpasst ihr auch nichts, wenn ihr zum Beispiel auch einen Podcast hört oder ähnliches. Das ist also auf jeden Fall gut zu wissen. Und wenn wir dann zu den Einstellungen und Funktionen kommen, dann gibt es auch da einige Sachen, die ihr mit den Mi True Wireless Earphones 2 machen könnt. Ihr dürft natürlich bei allem nicht vergessen, es sind nicht ganz so hochpreisige Kopfhörer wie zum Beispiel von anderen Herstellern, sodass man da bei den Funktionen eben vielleicht auch den ein oder anderen Abstrich machen muss. Es gibt einige Tippbewegungen, die ihr nutzen könnt, um eben Funktionen mit den Kopfhörern auszuüben sozusagen. Zum Beispiel eingehende Anrufe oder eben Auflegen von Anrufen. Dafür tippt ihr einfach auf eine beliebige Seite zweimal bei den Kopfhörern. Das heißt hier, es geht dann hier um diesen oberen Bereich und wenn ihr die jetzt im Ohr habt und ihr wollt eben einen eingehenden Anruf annehmen oder auflegen, dann tippt ihr einfach zweimal und könnt eben so Anrufe annehmen oder auflegen. Ihr könnt auch einen Sprachassistenten aktivieren. Und das Ganze geht eben, indem ihr auf der linken Seite zweimal auf die Kopfhörer tippt. Das heißt, wir müssen dann einmal schauen, hier haben wir den linken Kopfhörer. Das heißt, wenn wir hier zweimal tippen, dann können wir den Sprachassistenten aktivieren. Wenn es zum Beispiel um Musik geht, dann ist wieder der rechte Kopfhörer interessant, weil da könnt ihr dann zur Wiedergabe, wenn ihr die zum Beispiel pausieren wollt, dann könnt ihr auf der rechten Seite zweimal tippen. Und dann wird auch da die Wiedergabe eben gestoppt oder wieder gestartet. Und wie gesagt, könnt ihr aber zur Musik pausieren, sonst auch einfach einen Ohrhörer aus dem Ohr nehmen. Dann hört die Musik eben auch automatisch auf. Natürlich könnt ihr trotzdem auch alle Funktionen einfach von eurem Smartphone steuern. Das funktioniert auch. Leider, und das hatte ich vorhin ja schon angedeutet, könnt ihr bei den Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 eben nicht die Wiedergabe lauter oder leiser stellen an den Kopfhörern direkt. Das heißt, da haben wir leider keine Möglichkeit, so irgendwie hier lauter oder leiser zu stellen, auch nicht durch Streichen oder Tippbefehle. Und gleiches gilt eben auch, um zum Beispiel zum nächsten Song zu wechseln, ja, oder da eben einen Titel quasi weiterzugehen. Auch das geht so über die Kopfhörer direkt leider nicht. Trotzdem aber coole andere Features und Funktionen, die ihr mit den Mi True Wireless Earphones 2 nutzen könnt. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, kommen die Mi True Wireless Earphones 2 wirklich mit einigen coolen Funktionen. Natürlich gibt es teurere Kopfhörermodelle, bei denen da vielleicht noch mehr möglich ist.
Trotzdem, die Basics sind auf jeden Fall dabei und an die Bedienung solltet ihr euch also so auch schnell gewöhnen. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen zu den Funktionen oder generell, dann schreibt uns das gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!